Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer Mr. Venom 1974. Zeit für den Adventskalender und ich hab's ja gesagt, wir machen heute 24 Mal Game Boy Color. Seltsame Sachen, gute Sachen, Insider-Tipps, irgendwas. So. Music on off natürlich. Dann wollen wir mal. Das hören wir doch gerade, das ist Tor 1, nein, ich nehme bei den grünen Umschlag. Da ist doch Luigi drin. Das weißt du doch. Classic Pong, Jungle Pong. Egal, wir haben Zeit. Wir fangen vorne an. Ah. Okay. Das ist wirklich Oldschool Pong. Ja, die haben tatsächlich viele Sachen zu der Zeit, als noch so der Game Boy Color up-to-date war, haben die tatsächlich unglaublich viele Sachen remaked. Das wissen vielleicht eine Menge Leute gar nicht. Deswegen, da gibt es einen riesen Bereich von Arcade Classics zum Beispiel, die okay sind. Manchmal mehr schlecht als recht. Da werden wir uns auch nochmal was angucken. Die Musik nervt auch überhaupt nicht. Ist schön, wenn man so einen Jamba-Klingelton hat. Und den hört man sich dann 40 Stunden an. Boah, ich bin hier Mr. Skillor. 6-0, meine Fresse. Ist ja fast so langweilig wie die deutsche Nationalmannschaft, aber nur die große Mannschaft, die Lö-Mannschaft, ne? Okay, ich sollte mal wieder ein bisschen aufpassen. Ja, Pong halt. Pong Next Level ist das. Und ich kannte das Game tatsächlich, glaube ich, von der PlayStation 1. Da haben die tatsächlich auch eine Menge Classics remaked. Ich weiß, Centipede kann ich mich erinnern. Und da gab es noch eins, was ganz merkwürdig war. War das Missile Command? Irgendwas war völlig absurd. Vielleicht war es auch Centipede. Ich muss euch das mal zeigen. Das sind so Sachen, die braucht die Welt nicht. Aber natürlich kann man es remaken. Also, ne? Die Kuh muss gemolken werden. Könnt ihr ja überlegen, welchen Publisher ich jetzt gerade meine. Kommen viele in Frage. So, ich habe gewonnen. Super, also auf 11 muss man spielen. Super. Ja, war spitze. Super Modus. Highscore. Achso, ja klar. Der Game Boy Color überraschenderweise hatte ja keine Tastatur. So, Jungle Pong. Okay, das ist jetzt aus Next Level. Ja, ja, okay. Okay, haben sie sozusagen die Einzellevel jetzt in verschiedene Modi gepackt. Genau, dann kann man den fangen. Ganz toll. Ich glaube, wenn man komische Wirbelsturm lenkt das auch ab. Es gibt übrigens auch, das kann ich euch auch schon mal bedrohen, viele geile Racer. Also, ne, die Welt nicht braucht, gibt es auch auf dem Game Boy Color. Das ist auch wieder super Musik. Achso, das ist da so ein Hindernis. Ja. Spitze! Bevor ihr ihn fragt, natürlich habe ich das Game in der Sammlung. Ihr kennt mich. Ich habe tatsächlich eine Menge Gameboy-Module. Also, ich finde den Handheld auch heute noch immer Weltklasse. Der Game Boy Color ist auch so eine Geschichte. Das ist auch wieder so typisch Nintendo. Die sind sich, glaube ich, heute, also das ist ja jetzt der Adventskalender 2021, wahrscheinlich in 10 Jahren, sagen wir mal, das ist eine Lassung, ne? Die haben tatsächlich sich bis heute nicht entschieden. Wahrscheinlich jetzt gerade, wo ich dieses Video mache, fällt gerade die Entscheidung, ne, so wie sie das gehört. Ob das jetzt als eigenes System zu bewerten ist oder einfach eine Weiterentwicklung des Game Boys. Also sie trennen zwischen Game Boy und Game Boy Advance, das machen sie. Aber der Game Boy Color, das ist so, naja, der ist halt da, ne? Wobei das dann doch schon ein paar ganz interessante Sachen gab. Also ja, es gibt großartige Sachen für den Game Boy Color, aber für den
Für den Game Boy. Aber für den Game Boy Color gibt es auch Sachen, die sind ja so ein bisschen obskur. Oh, wird das ein kompletter Queen Sweep? Wird das ein 11-0? Jo. Das war spannend. Ja. Arctic Pong. Natürlich. Ja, yeah, ja, das sind die Level tatsächlich aus dem PlayStation-Ding. Silver sagt gerade, ja, ja, der Color war schon nice, ja, ja. Das auf jeden Fall, also. So. Der Retro-Lord erstmal Hallöchen. Einen wunderschönen guten Abend. Du bist gerade live bei Tür 1. Du hast also nichts verpasst. Und ihr, die ihr das Video seht, auch nicht, denn es ist halt das erste Video. Und bevor einer fragt, hey, wie viele Videos kommen denn? Wie groß ist denn wohl ein Adventskalender? Spoiler. Also mindestens 24 wären es. Ob ich noch einzelne Specials mache zum Advent an sich, muss ich gucken. Silver sagt gerade, der Game Boy Color war für ihn mehr als nur ein Upgrade. Ja, das sehe ich auch so. Also ich würde den immer noch als eigenes System werten. Das tun übrigens auch eine Menge Retro-Leute. Aber Nintendo weiß das bis heute nicht. Also, falls die Freunde von Big N gerade zugucken und sich vielleicht mehr Gedanken machen, als wie man den Online-Service noch unattraktiver machen kann. Können Sie sich ja mal überlegen, was mit dem Game Boy Color ist. Also ich bin der Meinung, ich würde es als eigenes System zählen. So, auch gewonnen. Ich glaube, jetzt haben wir tatsächlich nur einen Modus, ne? Ich bin mal gespannt, was gleich der Turniermodus ist. Psonga Soccer Pong, natürlich. Ach, jetzt haben... Okay. Ach, verstehe. Ja, ja, also dieses Double Pong. Genau, wo man eigentlich versucht, irgendwie die Tore zu schießen, ne? Ja, und das kann ich gerade super geil verhindern. Das liege ich ja aus, sonst ist es mal hinten. Ja, gut. Fußball, damit käme ich mir nun gar nicht aus. Weil das jetzt mal ein interessanter Modus ist. Da kann man ja mal was tun. So, jetzt aber. So, jetzt aufholen. Konzentration. Oh, 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 jetzt, das sieht aber ganz schlimm aus. Das sieht ganz schlimm aus. Hahaha. Matchball. Jetzt muss die große Wende kommen, sonst war's das. Nein! Egal, da brauchen wir nicht try again. So, Tournament Pong. Das heißt, jetzt spielen wir alle Modi durch, oder was? Hui. Spaß. Also das, was wir gesehen haben, zocken wir jetzt nochmal. Geil. Nicht. Ist das jetzt auch bis... Oder ist das kürzer? Ist jetzt auch bis 11? Ich hoffe nicht. Boah, da ist hier wieder diese geile Musik. Boah.
Zwieback, wunderbar. Hallöchen. Du siehst tatsächlich hier ein Game Boy Color Game, auch wenn das nicht so aussieht. Ich muss das tatsächlich komplett machen. Wieder bis 11. Oh Gott. Das ist also so ein Marathon-Modus, ja? Boah. Tatsächlich. Tatsächlich. Komplett. Den Modus durchspielen. Boah. Ja, es gibt ja, also das Game, ich habe es gerade schon erwähnt, gibt es also auch tatsächlich für die PlayStation 1. Das ist sozusagen eigentlich nur das Downgrade sozusagen für den Handheld-Markt. Wobei das wäre, glaube ich, heute jetzt mit der Switch und den Joy-Cons wäre das sogar vielleicht eine coole Idee, aber naja, coole Ideen und eine Firma mit N ist eigentlich nicht so unbedingt ihre Stärke. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist manchmal Zufall. So. Sollen wir mal gucken, ob wir das tatsächlich... Komm, wir machen das mal. Das ist jetzt nicht unbedingt das Spannendste, aber... Vielleicht seid ihr bei einem der größten Rekorde aller Zeiten dabei. Vielleicht auch nicht. Also gespielt wird immer auf 11, das haben wir jetzt gerade gesehen, das ist also auch im Marathon-Modus. Dann kommt gleich der Arktik-Modus. Und dann kommt wieder der Zocker-Modus. So. Sattes zu 0. So, da waren wir gerade auch schon. Ich glaube nicht, dass es hier irgendwie was zum Freispielen gibt. Das glaube ich nicht wirklich. Ihr seht, hier gibt es also mehrere. Deswegen geht es also ein bisschen schneller. Ich meine, immerhin seht ihr, glaube ich, damit das komplette Game, ne? Also, das kann ich als Walkthrough verkaufen. World of Longplay, hier, komm. Der Trottel, der tatsächlich Pong auf dem Game Boy Color durchgespielt hat. Retro-Legenden werden sich von diesem Moment noch erzählen. Wo warst du an dem Tag, als der Trottel das gespielt hat? So, wie gesagt, auf 11, das heißt... Wir sollten es jetzt haben. So. So, da habe ich gerade versagt. Mal gucken, ob ich das jetzt besser mache. Vielleicht kann ich ja gleich mal so einen Kantersieg machen. Weil im Prinzip muss man eigentlich den Ball immer nur in diesem Feld halten. Aufgrund des Distanzes kriegt man das eigentlich ganz gut hin. Boah, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ah. Yes. 7-0. Ah, weg, 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 weg. Ah, genau, das ist nämlich das Bekloppte. Ah!
Der Abstand ist zu klein. Nein! Okay, der war geil. Den habe ich noch nicht mal selber gesehen, aber wie gut, dass ich das auf Video hab. Nein! Was machst du denn da? So, noch zwei. Noch einer. Ah. Nein! Yes! Gewonnen! Was habe ich jetzt? Ja, ich habe gewonnen. Super. Jetzt kann ich mich eintragen. Super! Kennt ihr das, wenn ihr ein Spiel durchspielt und euch nachher fragt, warum? Ja, das war Pong Next Level auf dem Game Boy Color. Und zwar in all seiner Gänze, complete, völlig abgeräumt, Walkthrough. Und wahrscheinlich wollt ihr jetzt auch noch die verschiedenen Schwierigkeitsgrade sehen, ne? Nee. So, das war Türchen 1. Bevor einer fragt, welche Zahl kommt jetzt? Ihr könnt ja auch einfach mal googeln. Bis dann. Wie der Zwieback sagt, next. Und wenn ihr wollt, abonnieren, kommentieren, bewerten, liken und ich weiß nicht, gibt es den Dislike-Button noch? Wenn es ihn gibt, ich sehe ihn noch. Und ja, wir gucken mal. Bis dann.